Denke ich, jemand, der sehr gern das Umfeld aufnimmt, der sich gern gewisserweise vielleicht sogar anpasst oder eintaucht. Natürlich hat es angefangen mit den ersten Bands und da war es einfach schlicht und ergreifend total cool und in einer Band zu spielen und das hat einfach Faszination gehabt. Es ist natürlich unglaublich inspirierend und motivierend, wenn man so ein unglaublich starkes Umfeld hat und die Kollegen, Kolleginnen alle einfach so gut am Instrument sind und so tief in der Materie drin sind. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man sich vielleicht nicht dadurch zu klein macht, wenn man möglicherweise am Anfang bereits noch nicht so mitspielen kann. Aber man muss das, glaube ich, wirklich das Positive herausnehmen, also quasi sich inspirieren lassen davon, aber sich nicht klein machen lassen. Die Gefahr besteht aber, glaube ich. Deswegen gebe ich das auch einfach ganz gerne wieder den Nachwuchs oder den Jungen mit. Also Saxophon ist eigentlich nicht mein Hauptinstrument. Ich spiele eigentlich Akkordeon und ich bin dazu gekommen, und zwar hat mein Uropa hat Saxophon gespielt. Den habe ich nicht gekannt, aber meine Mama hat mir immer so viel erzählt und auch ein paar Fotos gezeigt. Und er war halt eben ein sehr guter Saxophonist auch. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso, ich probiere das einmal. Bin dann auf die Musikschule gegangen und habe das dann eben gemacht. In letzter Zeit habe ich angefangen, sehr viel zu arrangieren. Und das ist natürlich dann die Jazz-Ausbildung, beziehungsweise einfach das, was man so mitnimmt, spielt da erst eine große Rolle. Und man nimmt eben die Einflüsse und versucht das dann zu verarbeiten in gewisser Weise. Und auch das halt natürlich merkt man dann unter anderem auch beim Klassischen, was das eigentlich harmonisch ist. Und das ist nur durch den Jazz, dass man das eigentlich so bewusst ist, wie es mir jetzt ist, was ich eigentlich spiele. Es gibt schon gewisse, ich würde sagen, einen gewissen Schutzpolster im
gewisserweise sind solche Institutionen wie eine Kunstuniversität auch schon ein geschützter Rahmen. Also ich denke, wenn man da einmal eben den Fuß gefasst hat, wenn man sowas wie der Aufnahmeprüfung eben diese Eintrittspforte durchschritten hat und sich da mal bewährt hat, dann kann man sich schon relativ frei bewegen, würde ich meinen. Also ich denke, da hat man schon sehr viel Möglichkeit zu experimentieren, sich wirklich künstlerisch auszutoben, möchte ich fast sagen, ohne dass alles gleich jetzt irgendwie existenziell bewertet wird, weil wie im freien Markt, da muss man sich ja dann wirklich behaupten. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Improvisation mache, dann geht es mir darum, das Ego rauszunehmen und Teil eines größeren Ganzen zu werden. Ich denke, Künstler wie Keith Jarrett praktizieren das auch so, dass sie sich also total fallen lassen. Es geht da, glaube ich, ums Zulassen, ums Loslassen, ums Fallenlassen und letztendlich ums Vertrauen. Ums Vertrauen, dass man aufgefangen wird, dass es etwas gibt, das kann man so als Welle bezeichnen oder als irgendetwas, was einen trägt und dann weiterführt. Es ist so wie eine Beziehung. Nicht? Man macht da was Gemeinsames, man muss sich respektieren, man muss sich vertrauen, man muss sich aufeinander einlassen. Und es ist dann ein Spiel. Nicht? Man bietet was an, man versucht sich attraktiv zu machen und beginnt eigentlich eine Kommunikation. Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia. Also im Grunde geht es mir eigentlich ums Eintauchen in dieses Größere, das uns umgibt. Aus irgendwelchen Gründen haben wir andere Musikstile eher angesprochen als jetzt unsere alpenländische Volkskultur und Volksmusik. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber mir hat eher die Musik, die so von so die afroamerikanische Musiktradition, sagen wir mal so, dieser Blues und diese Blue Notes und so weiter. Aber jedenfalls habe ich mich da eher hingezogen gefühlt, beziehungsweise hat mich dieser Sound eher gepackt, schlicht und ergreifend.
Deswegen war dann letztendlich der Jazz das, was mich dann hingezogen hat und wo ich eigentlich meine Heimat gefunden habe. Grundsätzlich war es mir eigentlich immer wichtig, oder habe ich die Idee gehabt, so eine Szene zu bilden, wo so quasi jeder etwas dafür tut und ja, wo einfach dann ständig Auftritte sind und dass man so einfach ein Netzwerk hat, ja, oder Szene oder Netzwerk, wie man das bezeichnen möchte. Und das war beides. Zum Teil wird man eben dann eingeladen, zum Teil holt man sich die Leute oder lädt man selbst ein und organisiert man selbst was. Ja, das Selbstbewusstsein muss ich natürlich entwickeln. Ja, eigentlich ist es ja ein sich selbst erkennen. Also zulassen heißt ja auch, dass man seine eigene Persönlichkeit zulässt und sie erkennt. So eine also ewig gültige, schöne Melodie ist. Die Inspiration, die von der Pädagogik ausgeht, habe ich erst später kennengelernt und zu schätzen gewusst. Und ich muss sagen, ich kann mir jetzt eigentlich nichts Besseres mehr vorstellen. Es ist auch nicht so, dass sich das ausschließt, zu unterrichten und daneben Künstler zu sein, was ich lange gedacht habe.
Ich finde sogar jetzt eher im Gegenteil, es erleichtert das. Also ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt durch meine Lehrtätigkeit wirklich frei bin, rein künstlerisch zu arbeiten.